De beroemde circusfamilie Rens deed van 7 tot en met 10 april Sint-Oedenrode aan. Het circus dat de laatste jaren heeft gereisd door Duitsland, Denemarken en Zweden kwam hier met een geheel nieuw programma. Artiesten uit Hongarije, Rusland en Nederland zorgden voor een 2 uur durend spektakel. Er was in de nul voor iedereen veel te zien. Veel aandacht was er voor de olifanten, kamelen en paarden. Dat alleen al zou de moeite waard zijn een voorstelling bij te wonen. Maar ook het circus kampt met de opkomst van bezoekers en dat is jammer. Dat het circus een grote traditie heeft ontdekten wij door nog even met de 80-jarige oma Rens te praten. We hadden terloops ook nog een ontmoeting met enkele artiesten. Hier bij die oma van het circus. Jawohl. Was machen Sie hier im Circus? Hier immer noch dabei sein, das ist wichtig. Alles gucken, alles sehen, dass alles läuft. Ja. Immer auf Zack. Ja. Und was haben Sie früher gemacht hier? Am Trapeze, Seil, Akrobatik, Reiterei, alles was gibt. Früher muss man vielseitig können. Ja. Heute wollen sie nur einmal arbeiten, zweimal, aber wir mussten 6-7 Mal alles machen. Ja. Und wie alt wird ich? Ich werde jetzt 80, mein Mann 91 am 2. April und immer auf Achse. Das ist die Mann, die haben noch eine junge Frau. Ja, ja, genau, 11 Jahre jünger. Das, er sagt schon, er ist froh, dass er mich hat, das glaube ich, für die Arbeit. Ja. Sint-Oedenrode in Circus, bei Circus Rens. Und was machen Sie in der Zirkus? Also in der Zirkus, ich mache Luftnummer, ich mache das Vertikalseil und zusammen mit meinem Mann Ives, wir machen die Komiker. Ja. Wir sind geboren im Zirkus, unsere Familie ist im Zirkus von vielen Generationen und wir haben gefolgt diesen Weg dann. Und wie viele Zeit haben Sie gemacht hier? Ich arbeite, wenn ich bin 5 Jahre alt. Ich habe mit meinem Vater angefangen zu arbeiten und jetzt, dass wir verheiratet sind, wir machen etwas zusammen. Wir haben in einem Zirkus gearbeitet und dort haben wir uns so... Und das ist Ihre Liebe? Ja.